volles Rohr, Gasfuß stets am Anschlag und immer hart am Limit. Das war die Devise einer wilden Reiter GmbH, die Anfang der 80er auf den Rallye-Pisten rund um den Globus tobte. Die damals weltbesten Rallye-Piloten wie Mikola, Altonen, Blomqvist, Vartanen und Röhrl brachten die Fans in Verzückung. Unter ihnen auch eine attraktive junge Frau, Michèle Mouton, von Audi Anfang 1981 für die Rallye-WM engagiert. Wegen ihres außergewöhnlichen Temperaments, ihrem Wagemut und ihrem enormen Fahrkönnen wurde die junge Französin mit den ungewöhnlichsten Attributen bedacht und schon bald von den Rallye-Fans bewundert und verehrt. Und nach anfänglichen Vorbehalten in der hochtechnisierten Männerwelt des Rallye-Sports voll und ganz akzeptiert und respektiert. Und das nicht zu Unrecht, denn sie fuhr tatsächlich wie der leibhaftige Teufel. Ihr Talent führte schließlich dazu, dass sie bei der Rallye San Remo als erste Frau in der Rallye-Historie zusammen mit ihrer italienischen Beifahrerin Patrizia Pons einen Weltmeisterschaftslauf gewann, der dazu noch der erste Sieg eines Audi Quattro in der WM war. Ein Erfolg, der für manchen Rallye-Macho nur schwer zu begreifen war. Die Côte d'Azur ist die Heimat von Michèle Mouton. Dort wurde sie 1951 in Grasse geboren und gutbürgerlich erzogen. Durch ihren motorsportbegeisterten Vater wurde sie schon in jungen Jahren mit schnellen Fahrzeugen konfrontiert. Das blieb nicht ohne Auswirkungen. Sie wurde Rallye-Fahrerin. Erste Erfolge stellten sich schon bald bei nationalen Rennen ein. Und es dauerte auch nicht lange, bis ihre Erfolge und ihr Fahrstil über die Grenzen hinaus Aufsehen erregten. Hartes Training, Disziplin und ein eiserner Wille zum Erfolg brachte sie dazu. Dabei war sie aber kein gefürchtetes Mannweib, sondern sie blieb stets eine attraktive und sympathische junge Frau, die sehr charmant, aber wenn nötig auch sehr willensstark sein konnte. Wie sie selbst am besten weiß, war diese ausgeprägte Willensstärke aber nicht immer zu ihrem Vorteil. Ich glaube, dass ich einen sehr starken Willen habe. Das Sternzeichen zeigt es klar. Damit steht fest, dass ich anspruchsvoll bin. Ich weiß vielleicht sogar zu gut, was ich will und gehe anderen damit auf die Nerven. Mein zu starker Wille hindert andere oft daran, mir entgegenzukommen. Dieses Entgegenkommen fehlte ihr auch in der ersten Zeit im Audi-Team. Obwohl sie die Fans auf der ganzen Welt bewunderten und Ingenieure und Mechaniker ihre Fahrkünste anerkannten, war die Atmosphäre im Team während der Einsätze meist sehr angespannt und stressig. Das lag einerseits am harten Job, der von allen Beteiligten vollen Einsatz forderte, andererseits aber auch an der manchmal allzu viel fordernden Michèle. Dazu kam, dass im Team nur wenig Französisch, aber viel Bayerisch gesprochen wurde. Südländisches Temperament und bayerische Lebensphilosophie prallten hier oft aufeinander. Auch der Umgang mit ihren Teamkollegen Hanno Mikola, Rauno Altonen und Stig Blomqvist galt anfangs nicht gerade als herzhaft. Aber Michèle entwickelte mit der Zeit ein gutes Verhältnis zu ihren männlichen Kollegen, die sie schon bald als vollwertiges Mitglied im Audi-Team akzeptierten. Nach etlichen Ausfällen wegen technischer Pannen und schließlich dem Sieg bei der Sanremo Rallye 81 fuhr sie im darauffolgenden Jahr den weltbesten Rallye-Akrobaten mehr als einmal auf und davon. Dreimal stand sie ganz oben auf dem Siegerpodest. In Portugal, in Griechenland und in Brasilien war sie trotz schwierigster Bedingungen einfach die Beste. Doch trotz dieser hervorragenden Platzierungen verlor sie die Weltmeisterschaft 1982. Nur ein überirdisch fahrender Walter Röhrl auf Opel Ascona 400 konnte Michèle schlagen. Trotzdem, die Vize-Weltmeisterschaft war mehr, als man von Michèle erwartet hatte. Noch nie zuvor hatte eine Frau im internationalen Motorsport einen solchen Erfolg verbuchen können. Ja. 1984 wurde Michèle Mouton mit zwei Herausforderungen konfrontiert. Walter Röhrl kam ins Audi-Team und mit ihm die neue Wunderwaffe von Audi, der Sport Quattro, der unter dem Namen S1 bekannt wurde. Mit mehr als 500 PS verlangte er den Fahrern mehr ab, als sie bisher gewohnt waren.
Doch trotz aller Anstrengungen der Konkurrenz fuhr von da ab Audi von Sieg zu Sieg und die Gegner in Grund und Boden. Michel Mouton erreichte in diesem Jahr einen respektablen 5. Platz in der Rallye WM. Als sich Audi 1986 aus dem Rallye-Sport zurückzog, verzichtete die Rallye-Lady bis auf einen kurzen Abstecher ins WM-Team von Peugeot und trotz attraktiver Angebote auf weitere Rennen in der Rallye-WM. Damit endete die Profikarriere der bis zum heutigen Tag besten und erfolgreichsten Frau im Rallye-Sport, Michel Mouton.